Ich bin zurück. Wir zurück. Ich war doch krank, wisst ihr doch. Also ich war krank und ich habe dazwischen einfach nichts gemacht. Oder konnte nicht, weil ich eine nasige Stimme hatte. Und jetzt kann ich endlich wieder aufnehmen. Boah, das war ein sehr schneller Einstieg. So ohne Vorwarnung. Na nee, egal. Der zweite Part. Yay. Warte mal. Halt, stopp! Erstmal wieder als den hier einloggen, weil ich ja damit leitere. Das Passwort, ey. Scheiße. Ach, Mensch. Du schnell mal gucken hier. Ich glaube, ich schneide das raus. So, willkommen zurück. Und es geht jetzt direkt los. Mein Team ist ein bisschen geändert worden. Ich habe auch, bevor ich hier aufgenommen habe, also gestern und vorgestern, um genau zu sein, habe ich ein bisschen an dem Team rumgetüftelt, ein paar neue Dinge ausprobiert, aber dann wieder alles rausgenommen, weil ich glaube, so komme ich am besten klar. Mir fällt gerade auf. Das für ein EV-Spread, das ist ja richtig komisch. Lol. Okay, mal sehen, ob hier auch so alles okay ist. Ja, alles super. Hier ist nichts geändert. Hier ebenfalls nicht, oder? Ja, ebenfalls nicht. Doch, ich hatte hier Defog drauf, nicht? Wenn das so war, jetzt habe ich Toxic. Hier Infestation. Das habe ich vor ein paar Minuten drauf geklatscht. Und das funktioniert, ja, eigentlich ganz gut. Also ich habe das schon mal probiert und wieso habe ich das überhaupt runtergenommen? Ich weiß gar nicht. Es ist eigentlich super gut. Weil es soll ja spezielle Sweeper ausstallen. So wie das hier, physische Sweeper ausstallen soll. Also das ist sozusagen Sweep Stop. So, hier nichts geändert, auch nichts. Und hier nur Ice Beam, glaube ich. Also ihr habt jetzt wahrscheinlich keine Veränderung gesehen, aber ich habe übelst viel getüftet. Ich hatte auch einmal Ivis drin, also Ivis. Delphox hatte ich drin. Was noch? Und andere Dinge eben. Einfach geiz gemerkt. Ich hatte auch mit diesem Team, was ich da dann ausprobiert habe, richtig Probleme gegen Clefable, deswegen seht ihr es gerade hier. Ich habe nur geguckt, wie die Stats sind und wie man da spielt und alles. Ja, aus Smirgel wegen Taunt habe ich dann auch mal probiert, ob ich mal wieder ein bisschen mit Taunt spiele. Aber nee, ich habe das so gelassen. Und das war es jetzt auch eigentlich dazu. Und ich werde euch auch, glaube ich, direkt danach Pokémon Bloody Platin aufnehmen, weil ich richtig Lust drauf habe. Also, aber so richtig Lust. Und ja, ich weiß nicht, in einer Stunde muss ich auch wieder weg. Das sollte eigentlich klar gehen. Also ich werde jetzt vielleicht hier drei Parts aufnehmen. Achso, noch eine kleine Änderung. Ich werde hier nur zwei Kämpfe machen. Oder drei, je nachdem. Ich werde, habe ich letztes Mal auch gesagt, egal. Ich will, dass es auf 10 Minuten kommt. Mittlerweile sind es jetzt ungefähr 3 Minuten. Und ja, also es soll nicht übelst übertrieben sein, so wie im letzten Part, wo ich 30 Minuten bei einem Part aufgenommen habe. So, und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Achso, nochmal was ganz kurz. Ich habe mir überlegt, als ich mir so meinen Part bearbeitet habe, dass ich jetzt so Kämpfe, die geforfeitet werden, einfach upspeede, also richtig schnell mache. Dass ihr so unnötigen Kämpfe hier nicht sehen müsst. Aber dass ihr auch seht, dass ich hier auch ein bisschen lädere, ne? Ich lasse das jetzt noch ablaufen und das speede ich jetzt mal ab. Bis gleich. Da sind wir wieder und der Typ hat aufgegeben. Ich habe jetzt zum Ranking, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wir werden es auch gleich wieder sehen. Ich würde jetzt sagen, dass ich für Ranking, aber dann habe ich es direkt wieder vergessen. So wie ich das sehe, wird er mit Absol anfangen. Das wird auch sein Mega sein. Wenn nicht, dann ist er ein cooler Typ. Landorus wäre auch ein interessanter Lied. Also mit U-Turn, ne, und ein Scarf-Teil oder so. Oder Deoxys Speed. Könnte vieles sein, aber ich denke, das Beste wäre, wenn ich mit Azef anfange. Azef-Anfänger. Ja. Let's do this, yeah. Absol, sehr gut. Ich würde jetzt mega entwickeln und denken, dass ich Tarnsteine mache. Ich mache U-Turn und gehe raus. Apropos, ich habe in letzter Zeit gar nicht so oft Genesect gesehen. Ist das jetzt eigentlich gebannt? Wie ist gar nicht, Mensch. So,
Ja, wenn nämlich dafür ist ja hier das gemacht, habe ich. Das habe ich gar nicht gesagt, ne? Aber egal. Was wir denn jetzt machen? Der hätte eigentlich der Sucker Punch machen können und mich übelst killen, aber. Puh, das hat er anscheinend nicht erwartet, ne? So, was kann er machen? Sagt mal. Ich weiß nicht, Schwertanz oder so? Lass uns mal hier drauf gehen. Night Slash. Ah, nicht. Nice. Das ist gut. Vielleicht bleibt er drin. Nein! Das vergesse ich immer wieder. Scheiße. Egal. Ist egal. Ist schlimm. Na doch, wenn ich das jetzt so sehe, doch ein bisschen. Für Landuis und für Knackhack wäre Panzeron doch gut gewesen. Naja. It happens. Ich würde sagen, wir machen Flammenwurf. Nein! Ach, wieso? Scheiße. Oh, okay. Mist. Das war jetzt sehr dumm von mir, aber richtig dumm war es von mir. Pinpower, komm. Ich denke nicht, dass er mich killen wird mit Sucker Punch. Ist sogar schneller. Und Quit, ey, das ist so typisch, aber okay. Kann man nichts machen. Jocke Speed, darauf habe ich, um ehrlich zu sein, keine Lust. Und ich store das Teil jetzt einfach aus. Ja, er wird drin bleiben. Das sehe ich mit meinem geschulten Auge. Wayne Dance, was? Na gut. Ich habe auch. Das ist auch halt ein bisschen kacke. Ich bin gerade in einer kniffligen Situation. Och, das war jetzt richtig dumm von mir, ne? Also absolut ist kacke. Ich hasse es. Das wird doch eigentlich speziell gespielt, ne? Wenn, dann wäre es geil, aber nein. Speziell gespielt. Das labe ich. Let's go out to this. Ja. Kann er natürlich tun. Wenn er jetzt schlau ist, wechselt er aus. Das wird auch höchstwahrscheinlich. Auf das da. Ich mach Knockoff. Sehr gut, sehr gut. Ja. Oh, Knockoff, das wird viel. Drei von denen kriegen richtig Schaden davon. Richtig fett Schaden. E-Slash, ja. Tot. So ausgeglichen, super. So. Sagen wir Zecken. Ja, Socken. Es wäre geil, wenn er sich jetzt in Dingens lockt, also in Outrage. Komm, lock dich in Outrage. Na, ich bin so blöd, ne? Ach, egal. Eichard. Weg. Der hat ein richtig im mammutelschwaches Team, ne? Geil. Gefällt mir. I like that. I like. Yorks Speed. Flammwurf, Eisstrahl, irgend sowas. Eberhard ist die beste Möglichkeit. Und wir machen auch direct Rapid Spam oder so, dann doch nicht. Oh, das ist nice. Also jetzt kann Eiscloud klären, würde ich sagen. Pam! Ah, der hat Superpower. Nein! Das merke ich dann erst. Och, ich bin so dumm. Das ist so richtig naiv von mir gerade gewesen, ne? Egal. Wir müssen das jetzt irgendwie wieder rumdrehen. Das kriegen wir eh nicht hin. Oder ich. Was? Will er mich verarschen? Oh, seriously. Der lässt mir gar keine Chance hier, ohne Witz. Komm, mach mal was. Na toll, jetzt ist der auch noch tot. Es kann doch nicht wahr sein. 10%ige Chance. Naja, egal. Lass ihn jetzt noch gewinnen, toll. Ey, ich hätte das so einfach gewinnen können, aber nein. Ich einfach diese dummen Spielzüge von mir. Und das ist die erste Niederlage. Yay. Wir sind gerade bei 11 Minuten. Ich weiß nicht, ob noch einer rangeht. Einer geht. Ach, das war jetzt ein richtig doofer Kampf von mir. Okay. Hier ist wieder Azelf, der beste Lead, würde ich sagen. Oder warte. Stopp! Ja, Azelf. Ninjask. Gut. So. Also ich weiß, wie man sowas handelt. U-Turn. Um Focus-Sash kaputt zu machen. Schon mal so fürsorglich. Fürsorglich. E2014. Hoffentlich ist das nicht. Nein. Nicht daran denken.
So. Na, mach mal was hier. Er braucht ganz schön lang. Also U-Turn, weil der. Ich bin, glaube ich, direkt erstmal schneller. Er wird wahrscheinlich Protect machen, das wäre mir egal in diesem Fall. Also der macht diese Staffette Speedboost-Scheiße. Ja, das ist eigentlich übelst einfach zu handeln. Ich gehe auf U-Turn auf. Irgendwie heißt das Scammery und dann. Wirbelwind, weg ist es. Null Problem. Hey, null Problemo! Der nimmt sich gerade sehr viel Zeit für eine Entscheidung, die gar nicht so lange brauchen ist. So. Obvious? Gemacht. Substitute, ja, das ist so billig, die Scheiße, ne? Jetzt wird er Schutzschild machen, ich mach Wirbelwind, weg ist es. Weil er macht Bad Impass, aber. Das Wort. Versuch's erst gar nicht, mein Freund. Versuch's erst gar nicht. Oh, das wäre cool, wenn das mal wieder klappen würde. Nicht Volt Switch machen, ist doch doof. Hätte jetzt Investation machen können, da wäre es weg. Da wäre es weg. Cloistersome. That's not good. Na doch, hier. Ethical Spear. Nee, nee. Critical Hit. Ja, das kommt sehr oft vor. Irgendwie, ich weiß nicht, mindestens ein Critical Hit ist bei diesen Ice Spears dabei. Kann man nichts machen. Sludge Bomb! Oh, ist geil. Share Smash, ja gut. Was bringt ihm das jetzt? Also, der wird mich nicht töten, oder? Weiß nicht, ist mir auch egal. Aber ich werde ihn töten. Ich werde ihn töten. Und außerdem habe ich noch Azef, was ihn outspeedet. Oh, er wird mich doch töten. Tschüssi, Eberhard. So, und jetzt hat er sein Cloister verloren. Richtig billige Taktiken hier, ne? Richtig billig. Psychic. Ratz. Ratz. Das liebe ich an der Azef, ne? Also wenn so ein Chair Smash geboostet ist, im Austausch outspeedet Azef nicht, ne? Das finde ich geil. Geil. So, Littlefoot. Komm mal rein. Was muss? Das zieht übelst viel ab, ne? Richtig krass. Raindance? Sagt mal. Raindance. Riverdance, ja. Yep. I saw this. Und Investation. Kann sich weiter boosten. That you can do. Jetzt wäre ich wahrscheinlich verbrannt. Da wird man immer verbrannt. Ohne Witz. Aber egal. Ich habe auch noch ein bisschen Schnupfen. Vielleicht hört ihr es ja. Riverdance sich immer weiter und weiter. Wieso macht er das? So, Drachenpuls. 13% wieder abgezogen. Ja, Bugbuzz. 72%. Oh, das hat schon viel Schaden gemacht. Aber es ist so gut wie tot. That is good. That is good. I like that. Wie mache ich denn das jetzt? Ich würde sagen, wir machen das weiter so hier. Ja gut, hat auch nicht so gut geklappt, wie ich dachte. Ah, jetzt wäre hier Psyshock gut. Ja, das ist schade. Aber man kann jetzt. Ich werde auch nicht outspeeden, scheiße. Puh, Mist. Ich muss diesen hier machen. Will ich. Wirbelwind. Tut mir leid. Okay, ja. Da muss ich mir nochmal was überlegen. Ist überhaupt Max Special Defense? Sag mal. So fast. Ah. Ja, wieso macht er das? Ist okay. Cool. And hust again. Nein! Spezielles Garados, ey. Geil. Ich muss mir da noch was einfallen lassen bei Corona, ne? Plan. Vielleicht einfach direkt mit Eberhard muss ich da, wenn ich Vulcarona sehe, muss ich direkt mit Eberhard auswechseln. Ne? Okay. So, die Frage ist, was er jetzt macht. Ich gehe einfach auf das hier. Ein spezielles Garados sollte. Ah! Was ist das denn? Drachentanz und. Boah. Zähkraft. Aber der Angriff ist jetzt sowieso wieder auf normal, also. Das sollte viel Schaden machen, ne?
Es hat Erdbeben. Scheiße. Ich hab verloren schon wieder. Och Mann, das ist so richtig scheiße gerade, ne? Fuck. Kann ich nur gegen so jemanden verlieren? Oh, das war jetzt ein Ausruf, ne? Nicht sagen sollen. Oh, ich. Das ist einfach nur. Nochmal Wust. Bangdance. Ja gut, ich verwirbel den gleich mal raus. Aber das war richtig scheiße. Wurde auch nicht gehext, also. Das ist jetzt meine Schuld, also. Auf meinem Test-Account klappt das immer gut. Okay, Dwillpack, komm. Mach mal noch ein bisschen. Na, ich weiß nicht, ich glaube, das ist verloren. Ist verloren, ja. Also, Corona ist ein Problem und unpredictable Menschen sind Probleme. Das hier ist auch gerade ein Problem. Fuck, ich hab verloren. Gehen wir auf. Rotom kann ich jetzt nichts machen. Volt Switch. Nee. Nee, nee, nee. Könnt's ja probieren, aber das hat eh keinen Zweck mehr. Gut, wenn er das macht, ist okay. Aber an sich ist da nichts mehr zu retten. Er macht der Shadow Ball. Hat er predicted? Weiß nicht. Egal. Macht wieder Shadow Ball. Mhm. Er hat anscheinend keine Hydro-Pumpe. Das ist okay. Überkurs. Das könnte sein Mega sein. Das wird wahrscheinlich auch sein Mega sein. Aber der. Ja. Armstoß. Ja, das finde ich cool. Der macht jetzt 5-mal Armstoß und kriegt dadurch über 60% Schaden. Finde ich lustig. Get out. Stop it. Get out. Oh, das ist einfach fast alles weg, ne? So. Rock Blast. Das wird knapp. Nein! Ach, fuck. Wieso ist das schneller? Was ist denn das? Okay. Die Frage ist, werde ich jetzt noch klären können? Wir versuchen es mal mit Psychic. Ich hätte Dingens. Ich werde es probieren. Jask. Och nee. Geil. So, jetzt wird er entweder Schutzschild machen oder Bitten Pass. Boost. Wieso? Kein Grund. Jetzt schon fast aufgegeben den Kampf, ne? Oh, der ist so unpredictable, der Typ, ne? Rang Dance. Ja, ich bin immer auch schneller. Choice Scarf Turbos, meine Freunde. Es haut rein. Ich finde das einfach cool. Das ist so. Ich sag nicht, dass es unbezwingbar ist. Es kann mit Prioritätsattacken oder Sucker Punch oder Verfolgung vor allem. Heißt natürlich direkt ausgenockt werden, aber. Oh, ich habe das irgendwie wieder rumgerissen. Aber das ist jetzt auch nur wegen Fehler meines Gegners, wegen den. Ja, ich meine. Das war ein Anfänger. Och Gott, nee. Deswegen hätte ich gern. Wagentail anstatt. Drachenpuls, aber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich gegen Wohl Corona machen soll. Vielleicht mache ich hier einfach hin Power Walk drauf. So, der. Ja. Ich immer nach dem Kampf direkt nochmal hier drauf gucke, ne? Aber das ist, so bin ich eben. Ich verbessere immer mein Team so gut wie es geht. Aber ich denke, Eberhard ist der Einzige, der hier wirklich irgendwas mit gegen dieses. Drecks viel machen kann. Vielleicht mache ich hier auch Assault West raus und mache hier Surf. Das wäre natürlich auch super, ne? Mit Wendish und. Ja. Wäre nicht schlecht. Nicht schlecht.
Und hier mache ich wieder Psyshock drauf. Wenn sowas passiert, ist Psyshock doch die bessere Wahl. Und ich weiß gar nicht, wieso nämlich will ich es eigentlich immer mit Psychokinese versuchen? Ich glaube, Psyshock ist doch besser. Ja, wir versuchen es hiermit. Wir lassen das mal so. Die Frage ist, wie wir das hier machen. Also es hält auf jeden Fall Dinge, Attacken aus. Hätte auch gern physisches Duell, das... Aber das hat so wenig Angriff, ne? 70. Aber okay, nicht so... Das ist jetzt nicht der Unterschied, ne? Eigentlich auch mal interessant zu sehen. Und das kann ja auch Gift-Heap. Könnt's ja mal probieren. Mit Knock-Off? Wäre nicht schlecht. Probieren wir es mal. Das mal im nächsten Part. Hier machen wir Waterfall. Und hier... Oh, weiß nicht. Knock-Off wäre ganz geil. Hätten wir zwei Knock-Offer. Knock-Off wäre, ne? Also, ich habe ja eigentlich schon genug Eisattacken im Team, ne? Also, so ist es nicht. Knock-Off. Also, das mit der... Mit Bloody Platin jetzt noch aufnehmen, wird auch nichts mehr. Jetzt mache ich da, wenn ich wieder zurück bin. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das war's erstmal. Ich guck mal, wie das so klappen wird. Bis dann!